Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es darum, wie man mit dem Horner-Schema Nullstellen von ganz rationalen Funktionen bestimmen kann. Das Horner-Schema wird nicht an jeder Schule unterrichtet. Manche nutzen dafür auch die Polynomdivision. Das funktioniert genauso gut, ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, deutlich einfacher als die Polynomdivision, da man nur noch ein Schema abarbeiten muss. Prinzipiell, du wendest das Horner-Schema an, indem du dir Funktionen dritten Grades anguckst und bei denen macht es hauptsächlich Sinn, ansonsten nimmst du eine andere Methode. Zum Beispiel, vorher solltest du prüfen, klappt Wurzelziehen, klappt PQ-Formel, Substitution oder Ausklammern, Faktorisieren. Wenn das alles nicht klappen sollte, dann musst du das Horner-Schema benutzen. Los geht's. Hier haben wir eine Funktion dritten Grades, erkennbar an dem höchsten Exponenten der Variable x in diesem Fall. Und wenn wir diese Gleichung hier lösen wollen, klappt das gut mit dem Horner-Schema. PQ-Formel geht nicht. Für die PQ-Formel guckt ihr euch den höchsten Exponenten an, der ist hier eine 3 und die PQ-Formel macht nur Sinn, wenn da eine 2 steht. Substitution funktioniert auch nicht. Wenn ihr euch das nochmal näher angucken wollt, klickt auf das Substitutionsvideo. Ausklammern macht nur Sinn, wenn wir in jedem einzelnen Element hier haben wir x hoch 3, minus 7x hoch 2, 16x und minus 12 eine Variable stehen haben. Hier haben wir aber die Zahl minus 12, also können wir auch nicht ausklammern. Heißt, hier müssen wir etwas Neues machen. Die Polynomdivision geht relativ komplex einher beim Horner-Schema. Gucken wir uns jetzt erstmal die Zahl an. Und anhand von dieser Zahl versuchen wir die erste Nullstelle, so blöd wie das klingt, zu raten. Dazu kann man einen kleinen Trick anwenden und zwar meistens ist eine Nullstelle schon ein Teiler von der Zahl. Heißt, wir gucken uns die Zahl 12 an und bestimmen davon die Teiler. Also Schritt 1, eine Nullstelle erraten und dafür alle Teiler der Zahl ausprobieren. Bei der Zahl 12 haben wir als mögliche Teiler einmal die Plus oder Minus 1. 12 ist durch 1 teilbar, durch 2 teilbar, 3, 4, 6 und auch durch die 12 selber. Und davon probieren wir sowohl den positiven als auch den negativen Wert, indem wir ihn in die diese Gleichung hier oben für das x einsetzen und gucken, stimmt das, geht die Gleichung auf. Wenn wir das mal starten und mit der minus 1 anfangen, dann sieht das wie folgt aus. Wir nehmen einmal die minus 1 hoch 3 minus 7 mal minus 1 hoch 2 plus 16 mal minus 1, hier für die minus 1 eingesetzt, minus die 12. Dann rechnen wir das aus, das ist dann minus 1, minus 7, minus 16, minus 12 und das ist minus 36, also minus 1 ist schon mal keine Nullstelle. Jetzt geht's weiter, minus 1 haben wir, probieren wir als nächstes die 1 aus. Wenn ich die 1 einsetze, steht da 1 hoch 3, minus 7 mal 1 hoch 2, plus 16 mal 1, minus 12, kommt minus 2 raus, ist auch nicht 0, heißt wir haben immer noch keine Nullstelle gefunden. Und ich weiß, das kann lange dauern. Als nächstes nehme ich Plus und Minus 2 und setze das ein. Und dann hoffen wir mal, dass wir da eine Nullstelle kriegen. Bei der Minus 2 haben wir Minus 2 hoch 3, Minus 7 mal Minus 2 hoch 2, plus 16 mal Minus 2, Minus 12, kommt Minus 80 raus. Haben wir also immer noch keine Nullstelle gefunden. Und wenn wir das jetzt nochmal machen für die 2, dann müssten wir eigentlich doch mal langsam mal Glück haben und das geht auch auf. Da finden wir jetzt unsere erste Nullstelle. Und zwar, wenn ich die 2 einsetze, kommt am Ende tatsächlich 0 raus. Heißt, die minus 3 müssen wir nicht mehr probieren, weil wir haben ja schon eine Nullstelle erraten. Mit der geratenen Nullstelle geht es weiter. Und zwar nehmen wir jetzt unsere Nullstelle 2 und führen mit der das Horner-Schema durch. Im dritten Schritt schreiben wir unter unsere Gleichung, die wir aufgestellt haben, als erstes einmal die Koeffizienten herunter. K
Klingt schwierig, Koeffizienten heißen aber eigentlich nur die Zahlen, die vor den Variablen stehen. Also hier vor dem x hoch 3, vor dem x hoch 2, vor dem x und hier die Zahl an sich. Und die schreiben wir erstmal stumpf einfach hin. Vor dem x hoch 3 steht vom Prinzip her eine 1. Dann vor dem x hoch 2 steht die Zahl minus 7. Hier das Minus nicht vergessen. Vor dem x steht die 16. Die schreibt er hin. Und dann schreibt er nur noch die Zahl runter, und zwar die minus 12. Und jetzt kommt das eigentliche Horner-Schema. Und zwar schreibt ihr im ersten Schritt die Zahl 1 einfach nach unten. Dort kommt es nicht zu einer Verrechnung. Jetzt guckt ihr euch eure Nullstelle an. Das ist hier die 2. Und multipliziert diese 1, die ihr hier stehen habt, mal eure Nullstelle. 1 mal 2. Und das ist 2. Dann habt ihr die minus 7 und die 2 direkt untereinander stehen und addiert diese beiden Zahlen. Minus 7 plus die 2 wird zu einer minus 5. Jetzt wiederholt sich das Gleiche. Und zwar rechne ich wieder diese minus 5 mal unsere gefundene Nullstelle. Minus 5 mal 2 ist minus 10. Und auch hier geht das Schema dann weiter. Minus 10 plus die 16 ist eine plus 6. Das wieder mal die Nullstelle gerechnet. Haben wir 6 mal 2. Dort kommt dann 12 raus. Und im letzten Schritt vom Horner-Schema addiert ihr jetzt diese beiden Zahlen hier. Minus 12 und 12. Und da muss 0 rauskommen. Kommt da irgendwann mal nicht 0 raus, heißt das, ihr habt euch verrechnet, eure Nullstelle stimmt nicht. Und ihr müsst nochmal wirklich gucken, ob die Nullstelle richtig gewählt war, im Zweifel sonst weiter probieren. Im Kern war das schon das Horner-Schema. Also, ich habe hier oben, ich gucke mir die Koeffizienten an, ziehe die runter und schreibe sie auf, nehme meine Nullstelle, die ich erraten habe, und führe das Schema wie folgt durch. Die erste Zahl schreibe ich einfach runter, nehme sie mal die Nullstelle, addiere die beiden Zahlen, die untereinander stehen, nehme die Zahl, rechne sie wieder mal die Nullstelle, addiere die beiden, die nächste Zahl, mal die Nullstelle, addiere die beiden und da kommt 0 raus. Sollte das nicht der Fall sein, ist hier irgendwo was schiefgelaufen und die Nullstelle wurde falsch gewählt. Jetzt haben wir hier eine Funktion dritten Grades, das heißt, die kann maximal 3 Nullstellen haben. Und wir haben bisher nur eine davon gefunden. Heißt, wir müssen jetzt noch eine Funktion zweiten Grades oder eine Gleichung zweiten Grades aufbauen, mit der wir die anderen beiden, also maximal beiden Nullstellen herausfinden können. Das geht, und zwar die 0 schreibt ihr einfach hin. Danach schreibt ihr ein Gleichheitszeichen, nehmt die erste Ziffer, die ihr gefunden habt, das ist in diesem Fall die 6, und das bleibt als Zahl stehen. Danach nehmt ihr die nächste Ziffer, die ihr gefunden habt, das ist die minus 5, und dort kommt eine Variable hinzu, heißt aus der minus 5 wird eine minus 5x plus 6. Warum plus? Weil die hier positiv ist. Und jetzt haben wir hier vorne noch eine Zahl stehen. Und das ist dann einmal, jetzt nicht mehr mal x, sondern mal x hoch 2. Also x hoch 2. Und ihr seid fertig. Würde hier jetzt noch eine Zahl stehen, käme dort ein x hoch 3 hinzu, wenn dann noch eine Zahl da stehen würde, ein x hoch 4. Aber in unserem Fall haben wir jetzt hier eine quadratische Gleichung erstellt und die kann noch maximal 2 Lösungen haben. In dem Fall kommt, wenn ihr das Ganze mit der PQ-Formel löst, einmal die Lösung 2 heraus
und für die dritte Nullstelle die Lösung 3 heraus. Also hat diese Gleichung hier vom Grad 3 folgende drei Nullstellen, die 2, die 2 und die 3. Und bei den beiden Zweien haben wir dann eine doppelte Nullstelle. Okay, das war das Horner-Schema. Das ist erstmal ein Brett, aber wenn man das einmal verstanden hat, ist es deutlich einfacher als die Polynomdivision und das Schema funktioniert gut. Hier habt ihr noch ein paar Übungsaufgaben und ansonsten macht's gut. Ciao.